Oberhalb des Schweizer Bergdorfs Briens ging im vergangenen Jahr eine Gerölllawine nieder. Unmittelbar vor dem Ort kam sie zum Stehen. Nun gerät der Hang wieder ins Rutschen. Das Dorf wird sicherheitshalber erneut evakuiert. Noch bis morgen Mittag haben die etwa 90 Bewohnerinnen und Bewohner Zeit zu gehen. Briens liegt im Osten der Schweizer Alpen im Kanton Graubünden am Berg Pitzlinard. Das Gestein ist hier seit langem instabil. Briens in Graubünden oberhalb des Dorfes bewegt sich ein riesiges Geröllfeld bis zu 40 cm am Tag. Geologen warnen, eine Steinlawine mit 80 km pro Stunde oder mehr könnte den Ort verschütten. Gerade wurden am Steilhang zusätzliche Messinstrumente angebracht. Auch für erfahrene Bergführer eine brenzlige Aufgabe. Besonders Angst habe ich vor kleinen und mittelgroßen Steinen. Die können durch den Helikopter aufgewirbelt werden, sich selbstständig machen und uns auf die Köpfe fallen. Schon seit Tagen dürfen Menschen von außerhalb Briens nicht mehr betreten, Einheimische nur noch umzupacken. Manche ziehen zu Verwandten oder Freunden, andere in Ferienwohnungen. Niemand weiß für wie lange. Angekündigt sind Regen und Schnee. Sie beschleunigen die Rutschung. Mir tun vor allem die Bauern leid, die jetzt ihre ganzen Tiere wegbringen müssen. Oder auch die Familien, die schauen müssen, wo ihre Kinder zur Schule gehen können. Schon im vergangenen Jahr musste Briens wegen eines Feldsturzes evakuiert werden. Deshalb gibt es mittlerweile auch Überlegungen, die Menschen dauerhaft umzusiedeln. Wir müssen verschiedene Bauplätze, verschiedene Baustandorte abklären. Und es würde dann eine Zerstückelung geben, was natürlich auch dann soziokulturell natürlich sehr einschneidend wäre. Es könnte also sein, dass die Tage des jahrhundertealten Ortes gezählt sind. Briens könnte ein Geisterdorf werden.